Oh, ein 1913er Monte Nasca. Giorno felice. Signor Dinelli? Einfach Salvatore. Das genügt. Sind wir nicht auf derselben Seite? Wir haben gemeinsame Feinde und möchten Ihnen helfen, sie loszuwerden. Das würde mich freuen, mein Freund. Beginnen Sie mit Piero Capo, dem Anführer der Schwarzen Brigade. Der Mann ist ein Barbar. Ist er das? Das Kloster ist voller Kunstwerke, Gemälde, Skulpturen, wunderschöne Arbeiten. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass Capo sie loswerden will. Verkaufen? Selbstverständlich. Solche Schätze würden auf dem Schwarzmarkt einiges einbringen. Wenn wir wüssten, wie er sie verschieben will, könnten wir etwas dagegen unternehmen. Natürlich. Echte Freunde können wir nur werden, wenn sie Capo ausschalten. Also verstehen wir uns? Klar. Verstanden. Gut. Capo trägt einen Rosenkranz, den er von seiner Mutter hat. Er legt ihn niemals ab. Bringen Sie ihn mir, damit ich weiß, dass der Job erledigt ist. Auf diesem Weg werden uns die Panzerabwehrwaffen dezimieren. Sind Sie sich sicher? Die Deutschen anscheinend schon. Momentan ist alles ruhig, aber seit knapp einer Woche schießen sie hin und wieder. Könnte jeden Moment weitergehen. Besser, sie schalten sie aus, Karl. Ah, der Scharfschütze. Sie wollen unser Freund werden. Der Krieg sorgt für seltsame Bündnisse. Das Kloster ist Capos Königreich. Um da reinzukommen, müssen Sie den Burgberg ausschalten. Der Burgberg bewacht das Kloster? Mhm. Passt ins Bild. Dieses Kloster wird wirklich sehr gut beschützt. Das ist wegen dem Abt. Er hat den Faschisten geholfen. Sie unterstützt. Nur um sein geliebtes Kloster und die Schätze zu schützen. Wie gesagt, seltsame Bündnisse. Keine Zeit, die Landschaft zu genießen. Muss den Wagen mit den Kunstwerken finden und Capo erledigen. Ah, guckt euch das schöne Kloster an von Capo. Und damit willkommen zurück zu Sniper Elite 4. Ja, wir müssen Capo ausschalten. Der hat ja das schöne Kunstwerk in sein Kloster. Aber er hilft auch die Faschisten. Und das wollen wir natürlich nicht. Das geht mal gar nicht. Ich habe ja auch ein paar Waffen geändert. Also hier das Sturmgewehr geändert und die Sniper. Wird zwar keinen großen Unterschied machen, aber kann man ja mal machen. Hab nicht viele. Oh, ist ihn schwitzig. Guck mal wieder. Nee, der ist betrunken. Kein Alkohol. Ich sagte, kein Alkohol. Meine Güte. Gib mir den lieber. Was müssen wir denn hier vorne machen? Abt überprüfen. Ach, direktes Abt. Und wegen den Abt ist das Kloster, glaube ich, so geschützt. So habe ich, glaube ich, das verstanden. Als ob ich hier nicht rauf kann. Junge, Karl, bist du irgendwie blöd? Dann geh halt hier rauf. Geht auch nicht mal. Ah! So geht das. Hä? Was für ein Geräusch, Junge? Du bist im Gebäude. Kannst du nichts gehört haben. Oh, aber der eine sieht mich. Ich hab was gehört. Oh mein Gott! Che colori! Davvero magnifico! Verdammt, die Italiener! Ah, haben wir was mit Italiener schon wieder zu tun?
Naja, muss mal klarkommen. Aus dem Weg! Da ist das Abt. Und hier vorne haben wir was? Offizier töten und durchsuche für Funkcodes. Kann ich den einfach so abschießen? Ich hätte gerne Schallgedämpfer. Habe ich keine Schallgedämpferte Munition? Warte mal. Doch, ich habe Unterschall. Boah, das ist ja geil. Eigentlich heißt das nicht Unterschall, sondern Schallgedämpfert. Aber vielleicht ist das früher anders. So, runter. Wo ist er? Da. Yep, hat keiner gehört. Das hat wirklich was gebracht. Guck mal, ich gehe mir ja richtig taktisch vor. Das gefällt mir. Italia. Oh je, oh je. Genau, konzentriere dich lieber darauf. Bisschen übertönen hier. Ich dachte, ich habe jetzt jemanden abgelenkt. Na, geh doch runter, Karl. Karl. Der kann nicht im Wasser dunken. Es ist ja bescheuert. Der kann sich nicht hinlegen. Hey, ich war doch in Deckung. Ach Junge, ich war in Deckung, eindeutig. So, dann nochmal. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, das ist so knapp. Ich hab Unterschall. Mal dieser Sound. Man kann das sich keine ein. Mann, das nervt mich jetzt schon. Okay, komm, wir snipen einfach von hier aus. Kein Bock. Das nervt gerade. Wo ist der? Wo ist der? Da. Gut. Jetzt müsste ein bisschen ruhiger sein. Vorne ist auch noch einer. Ah, wie der da rausguckt. Hey. Können wir jetzt den Offizier erstmal untersuchen? Schätze, ich habe alles eingesammelt. Sehr nützlich. Ja, Karl, bitte nächstes Mal nicht fünfmal was anderes sagen. Was haben wir hier oben? Zerstör die Artilleriegeschütze. Fehlen die Dokumente. Ne, dann gehen wir erstmal hier. Töte alle Soldaten im und. Was? Töte alle Soldaten im und den Burgberg herum. Was ist das bitte für ein Deutsch? Töte alle Soldaten im und den Berg herum. Heißt es nicht, töte alle Soldaten im Burgberg und herum? Weil alle Soldaten im und den Burgberg herum ist ja ein bisschen falsch. Der Burgberg ist der Schlüssel zur Verteidigungslinie der Nazis.
Ich muss sämtliche feindliche Truppen ausschalten. Ansonsten wären die Einheiten der Alliierten nur allzu leichte Ziele. Oh mein Gott, wer hat das bitte übersetzt? Ist ja schrecklich. Kein Wunder, dass das Spiel bei mir erst auf Deutsch, ich kann nicht mehr reden, auf Englisch war. Keine Ahnung, wer da gerade auf Italienisch gesprochen hat. Schicker Kill. Nee, da gehe ich jetzt nicht lang. Das skippe ich. Hä? Alter, was der für ein Face hatte. Ich habe aber nur noch 3 Mal davon. Ich weiß nicht, wie bekommt man denn diese Munition? Warum hat man so wenig davon? Ich finde, die ist so wichtig. Nee, ich krieg keine Unterschallmunition. Also es ist super selten und man muss halt echt aufpassen mit der. Hier bekomme ich auch keine. Blöd, 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 blöd. Oh mein Gott. Na gut. 3 Mal habe ich noch davon was. Fast keine Kugel. Scheiße! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das lasse ich nicht zu. Wer hat denn das gesehen? Dann schnell rauf hier. Ich bin nicht da. Okay, und das Scheiß da. Haltet euch außer Sicht weiter. Kommt jetzt einer hier rauf? Nicht runterfallen! Karl, hoch! Du Idiot. Töte ihn! Oh mein Gott, mein Aiming. Alles. Alles noch in Ordnung. Verdammt, kaum noch Munition. Den schieße ich von der Leiter weg. Nein, zeig doch bitte an. Oh Junge, diese Zielhilfe ist manchmal echt verbuggt. Die ist wieder auf 7:30. Mir geht die Munition aus. Wo ist die Zielhilfe, bitte? Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Wie muss ich denn jetzt halten? Ah, okay. Danke, endlich ist sie da. Schieß halt die schon mal weg, damit ich da easy lang gehen kann. Ohne dass sie mich bemerken. Weil die sind ja schon tot. Gut, sieht safe aus. Hier, du nervst auch. How? I don't kill you. Bleib bitte stehen. Danke. Ja, geil. Meine Unterscheinmunition habe ich jetzt unnötig verbraucht. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Was hast du hier? Ah, nichts Besonderes. Komm, gehen wir einfach weiter. Warte. Komm ich hier nicht durch? Als ob, Karl.
Das ist jetzt echt peinlich. Ja, als ob der mich jetzt nicht mehr sieht. Oder? Wie dumm sah das aus? Gut. Haben wir die jetzt erstmal hinter uns? Doch, hier müssen wir alle töten. Stand der ja dort. Mit der schlechten Übersetzung. Aber wirklich, manchmal ist das Spiel richtig scheiße übersetzt. Es wurde wahrscheinlich nicht mal von Deutschen hier gemacht, sondern von irgendwelchen Ausländern übersetzt. Also ich will jetzt keinen Konflikt jetzt machen, aber so kommt mir das rüber. Kann ich pfeifen eigentlich? Also ich habe das schon mal gefragt. Aber irgendwo konnte man noch... Ah! Als ob man das hier einstellen musste. Ein Geräusch! Was war das? Uhu. Da war doch was. Komm mal her. Ach nee, warum kommen da mehrere? Ja, geil. Wenn da aber auch drei Leute kommen, was soll ich denn da machen? Also, okay, vielleicht sollte ich nicht zweimal pfeifen. Nur einmal. Vielleicht ist das dann besser. Erstmal den Dude hier killen. Hi. Tschüss. Aber die Map gefällt mir. Weil die ist nicht mehr so steril, sag ich mal. Gut, pfeifen wir nochmal. Weep, weep. Komm mal her. Ja, komm. Komm zu Papi. Den juckt das einfach gar nicht. Was war das? Jetzt kannst du herkommen. Vor allem, als ob die das in der Burg da hören. Das leise Pfeifen. Ah, jetzt kommt nur einer. Bom. Ganz ruhig, ruhig, ruhig. Dann ist kein Auto. Doch, da ist einer. Dann killen wir den gleich. Das sind zwei. Ich schieß den einen ab, damit er erstmal bewusstlos dort liegt. Dann. Hey! Wir haben das jetzt alle bemerkt? Bruder, hau! Der hat nicht mal geschossen. Hey, das kapiere ich jetzt nicht. Ja geil, dass das Spiel nicht speichert. Mann, jetzt bin ich wieder super wütend. Was ist denn das? Bruder, ich schieße den einen ab. Der liegt ja jetzt rum. Alles supi. Den einen töte ich und dann schieße ich den anderen weg. Warum hören dann die anderen das alle? Hä? Ganz weird. Also ich verstehe diese KI nicht. Whip, whip. So, dann nochmal die Scheiße hier. Wenn die wieder nicht herkommen. Na komm jetzt. Bulbuling. Immer noch am Suchen. Ja, jetzt hat zuvor mal keiner bemerkt.
sein, Mann. Was ist passiert? Hm? Da kommt noch eine. Gut, jetzt aber. Angezündet. Und runter hier. Na los, explodier bitte. Dankeschön. Der da unten bin ich aber nicht. Wir bleiben erstmal in Deckung. Ja, aber nicht lange. Komm ich auch so hoch? Ich will da jetzt nicht dort schon rein. Gut. So, weil Unterschein nicht mehr geht, müssen wir jetzt laut sein. Tut mir leid, Karl. Es wird dir jetzt ein paar Probleme geben. Warte mal, da ist der Speer. Kommt der eine jetzt raus? Jetzt positionieren sie sich alle. Oh fuck, jetzt haben sie alle bemerkt. Komm hier nicht auf. Na ja, geil. Verstärkung rückt an. Wo war der Kerl denn? Da war er. Hier die einfach alle. Wo denn? Bruder, ich hab halt so gar kein Feedback. Da. Lad nach, schneller. Ja, Alter! Was? Was ist jetzt los? Warte, was? Was ist das? Entdeckung? Jo! Was sind das für Jungs? Okay. Die kommen auf einmal mit Mercer Strike an. Alter, kommt mal runter. So, und wo ist jetzt der Kerl, egal, wo das gespeichert hat? Ah, der ist da drinne. Ich renne jetzt einmal rein. Wow. Mann. Kontrollpunkte sind ein Müll. So, nochmal Medibag. Jetzt sprinten wir aber durch. Let's go, 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 go. Schieß doch. Hä? Hey? Junge, ich kapier halt gar nicht mehr. So, und wo ist jetzt der Mörser-Typ? Ich hab nicht mal Zeit, den zu töten. Warte mal. Dann töten dich erstmal den Mörser-Typ. Ich würde ihn ja halt gerne sehen. Der war irgendwo da rum. Da. So, hab ihn gerade noch gekillt.
oder? Nein, nein, nein. Alles gut? Bruder, was ist denn hier los? Haben wir den Verstärkungstyp auch noch weg? Mach davon. Jo! Kettenreaktion! Ich muss hier weg. Okay, das bringt nichts. Komm schon, einer noch. Da. Haben wir alles? Ne, es kommt nur eine Verstärkung. Willst du mich verarschen, echt? Ich dachte, es wäre vorbei. Zwei. Sind es nur zwei? Ja, bitte nur zwei. Gott, Primärziel abgespeichert. Hä? Wovon bin ich gestorben? Bitte abgespeichert, bitte. Ja, okay, zumindest das. Aber Alter, wovon bin ich gestorben? Na gut, wir haben es geschafft oder auch nicht. Was denn nun? Kann das Spiel sich jetzt mal entscheiden? Dann habe ich halt doch nicht geschafft. Hä? Jetzt habe ich es geschafft. Darf ich jetzt ein bisschen entspannen? Gott, dankeschön. Dann will ich jetzt erstmal den Part beenden. Ne? Viel zu viel Stress hier. Wir haben es geschafft, die Burg einzunehmen. Und in der nächsten Folge werden wir Capo töten. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.